So, hallihallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kolosseum im Part Nummer 37. Ja, im letzten Part haben wir Venus besiegt und heute wollen wir hier in dieses wunderschöne Tor reingehen, nachdem wir die Schlüsselkarten hier alle eingegeben haben. Auf jeden Fall, auf geht's. Mal gucken, was uns erwartet. Ich bin echt gespannt. Ich denke mal, es könnten neue Gegner werden. Jo, auf jeden Fall, los geht's. Und es ist tatsächlich dieser Turm. Wow, Moment. Trommelwirbel bitte, Fanfare, Beifall. Jura, seit der Eröffnung des Turms bist du genau der 1000. Gast. Haha, das glaubst du doch nicht wirklich. Schließlich ist heute gerade mal der Tag der Eröffnung. Ach so, noch mehr Trainer-Stuff. Rockaway, okay. Hallo, Rockaway. Typi. Bladas und Georock, okay. Das ist irgendwie langweilig. Naja, ich weiß ja nicht, ne? Aber das ist schon relativ gefährlich, diese Kombination, aber dennoch, hä? Ich muss Georock irgendwie versuchen rauszukriegen. Ich glaube, Suicune ist tatsächlich das perfekte Pokémon davon. Ich meine, wir haben gute Möglichkeiten, das zu besiegen. Schutzschild. Natürlich Schutzschild. Mogelhieb. Oh Gott, das ist für nach Tiziana. Okay, es macht nicht so viel Schaden, wie ich jetzt gedacht hätte. Aber schreckt zurück. Ich weiß gar nicht, ist das normal oder ist das... Mach mal einen Surfer, bitte. Warum mal zweimal... Ach. Ja. Ein Volltreffer, natürlich. Explosion, was? Warum tust du dies? Okay, Tiziana ist down damit. Naja, gut, Leute. Diese Roselia-Bilder im Hintergrund. Georock schützt sich selber. Was ein verdammtes Arsch, ey. Was mache ich denn jetzt am besten? Kann ich sehen, welches Herz es einsetzt? Nicht? Nee, ich muss wahrscheinlich... Ja, ich muss als erstes wählen. Okay. Entei, wir holen mal die beiden Hunde raus. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig... Hariyama. Tja, jetzt habe ich Tiziana verloren. Nicht ganz so cool, Leute. Nicht ganz so cool. Ich will keinen Beleber einsetzen. Das ist mir dazu zu schade. Versteckt sein Fokus. Mogelhieb, das wird auf... Ah, gut. Entei ist okay. Also wenn das jetzt auf Dings gewesen wäre, wäre es fataler gewesen, weil ich kann jetzt halt den Surfer einsetzen und ich kann auch endlich mal Georock treffen. Und es nimmt ihn sowas dann raus. Das ist so super. Das gefällt mir, Leute. So muss das sein. Genau so. Lombrero, okay. Ja, mach mal hier und mach mal hier. Alle Kinder vom Mogelhit. Das ist einfach nur nervig. Entei schreckt zurück. Natürlich. So, Orangestrahl. Wow. Abschluss. Alle auf Entei. Es ist halt immer dieses erste Pokémon, das immer rausgerufen wird. Habe ich das Gefühl. Also, das andere scheint nicht ganz interessant zu sein. Moment, ich habe doch Windstoß. Warum mache ich das denn nicht einfach? Bin ich denn ganz bescheuert? Ja, danke schön. Gut, Windstoß ist auch bei Lombrero sehr effektiv. Also ist es mir relativ egal, wen das trifft. Das heißt, es kommt jetzt irgendein Pokémon, was das halt nicht macht. Weil eins haben wir ja noch von dem Gegner, das er noch nicht gezeigt hat. Ah, okay, das war okayer Schaden. Lockduft. Der Fluchtwerk sinkt. Okay, Leute. Fluchtwerk von Entei sinkt. Ja, ist okay. Kann ich mit leben. Oh, er hat noch eins. Okay. Gut zu wissen. Attacke von Entei ging daneben.
Okay, das sieht aber, das ist schön. Er hat nur rein zu. Doch, müsste hinkommen. Georok, Blanas, Lombreo und Hariyama. Okay, dann waren es tatsächlich schon 4. Verzeiht mir, Leute. Aber so ein kleiner Scherz musst du dich doch nicht gleich so in Rage bringen, Mann. Ja, doch. Muss ich's. Hey, gib zu, du warst ein wenig stolz, der tausendste Gast zu sein. Darf ich hier irgendwo heilen? Du lässt mich heilen. Ich will nicht zurücklatschen. Na, ich kann hier nicht heilen, wa? Was haben wir hier? Spielhalle. Okay, eine Spielhalle. Nett, nett, nett. Haben wir auf der anderen Seite Heilung? Was haben wir hier? Boom! Ah, hab ich euch erschreckt. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass hier jemand durch die Tür kommt. Und meine Pokémon werden euch gleich einen noch größeren Schrecken einjagen. Ich hätte gerne eine Heilungsmöglichkeit. Ich meine, wir sind ja so an einem Ort, wo ich denke, ja, da könnte vielleicht irgendwo Heilung sein. Aber scheinbar... Kühler von Krakilo. Ja gut, wir haben noch, sind relativ voll noch vom Team her. Ja, zwei Kuhn. Ja, okay. Aber ich hoffe, dass ich Heilung bekomme. Das wäre halt so nice. Wäre halt richtig nice. Ja, komm, ich mach mal einen Surfer. Ah. Ja, macht halt nicht viel Schaden, nicht? Das scheint wohl nicht eine Kampfattacke. Okay, scheinbar nicht. Könnte auch normal sein. Kann sein, dass ich das durcheinander bringe. Finte. Na gut. Mach mal. Auf Suicune. Natürlich auf Suicune. So, Finte und nochmal ein Surfer. I need a doctor, Leute. Ja, das wird. Der Kampf wird nicht schwer. So, ein Crit. Ein Critical Hit. Das ist doch super. Bababam, bam, bam, badabam. Okay, Volltreffer besiegt und Volltreffer macht ihn down. Gut, das heißt auf jeden Fall jetzt als nächstes Entei. Ist es eigentlich ziemlich egal, wie ich eingesetzt hätte, also von daher. So, und einmal eine Bissattacke und Krakilos down. Wunderbare Sache. Ja, schrecklich, du bist ja unglaublich stark. So, ja, sehr gute Sache, nicht? Die ganze Zeit still zu stehen und einfach nur zu warten, das ist unglaublich anstrengend. Ich wette, du hättest damit auch Schwierigkeiten, oder? Ja, aber gucken wir mal, wer hier hinter ist. Das ist auch keine Heilung, nicht? Das ist ekelig. Ich will Heilung haben, Mann. Ich will einfach nur Heilung. Hier ist ja auch nirgendwo was, nicht? Ach, komm. Ja, komm her. Schon bald werden Gäste aus der ganzen Welt diesen Job besuchen. Dann werden viele Menschen sehen, wie ich kämpfe und ich werde immer weltberühmt. Aber du kommst meine spezielle Kampftechnik heute vor allen anderen zu sehen. Das will ich sehen, Leute. Artis Mascara. Ja, dann zeig mir deine Mascara mal. Du hast doch bestimmt eine Maske gegen, oder? Nee, Baldur, Fisch und Simon. Ja, gut. Ist auch okay. Das sind halt... Pokémon, die fahren voraus. Oder Papunga. Papunga ist auch okay. Dann lasse ich sie nach Tara gleich mal eben das Baldurfisch angreifen. Weil ich glaube, das hat Kloake oder sowas. Irgendeine Fähigkeit gab es, die halt Schaden macht, wenn es halt saugt halt. Ich glaube, das war... War das nicht sogar Baldurfisch? Ich weiß es gerade nicht genau. Und nehmen wir mal Papunga. Es geht nämlich weiter. Papunga war bisher immer so Pokémon, was irgendwie alle angreifen.
Oder das Reifen. Was? Das war. Hä? Das habe ich jetzt nicht kapiert, Leute. Das habe ich jetzt echt nicht kapiert. Gut, Simon. So, damit ist Simon down. Nee, nee. So. Artillerie, das heißt das nächste Pokémon, was das theoretisch könnte. Und bitte. Bitte. So, was haben wir jetzt? Viertes Pokémon. Oh Mann, es ist tot, Mann. Es schwamm auf dem Bauch. Impergator. Okay, Impergator ist tatsächlich relativ gefährlich, weil das Ding durchaus auch Dings kann hier. Wie ist die verdammte Attacke noch? Eiszahn. Das mag Papunga nicht. Definitiv nicht. Down. Nein. Okay, es macht ab Hydro-Pumpe. Das ist in Ordnung. Trifft zwar noch da jetzt ziemlich böse, aber gut. Aber das setzt auch rein. Gut, dass ich das nicht angegriffen habe. So. Dann wollen wir uns mal eben drum kümmern, dass das Pokémon auf ewig verschwindet. Gut. Und down. Wunderbar. Wunderbare Sache. Ja, gut, ein Crit. Naja, das kann ich aber dafür einfach rausholen. Und ich will immer noch Heilung haben. Meine Güte. Lass mich doch endlich mal heilen. Megasauga! Ha! Ja, gut, der Donnerblitz wird halt seinen Rest tun. Also. Das wird halt definitiv siegreich sein. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr schön, meine beiden. Badababam. Okay. Beide besiegt. Beide siegreich besiegt. Wunderbar. Oh nein, ich habe verloren, bevor ich berühmt werden konnte. Gut. Leute, damit haben wir die beiden besiegt. Und ich werde noch mehr üben, bis ich eine charismatische Trainerin geworden bin. Oh, ein bisschen irgendwo Heilung. Oh, ein kapellos Bild. Hallo? Willkommen, schön euch mal wiederzusehen. Erinnert euch noch an mich? Was, ihr müsst euch erinnern? Es ist schon eine Weile her, wir haben uns in Fennec getroffen. Oh. Mein Name ist Marino. Ich habe ihr habt mich vielleicht vergessen, aber ich vergesse nichts. Ja, ich hatte die Stirn, meinen Tierakok zu stehlen. Aber heute ist endlich der Tag der Abrechnung gekommen. Oh, das war der Typ mit dem Tierakok, das ich damals geklaut habe. Okay. Was hat er denn jetzt? Oh, Bonk und Slimog. Natürlich habe ich Nachtara jetzt nicht mehr. Und Psyana habe ich auch nicht mehr. Das heißt, es könnte relativ gefährlich werden. Also, ja. Ja gut, Leute. Moment, ich kann noch Biss machen. Also, Slimog, ja, muss ich gucken, wie ich das gleich besiege. Kroin kriege ich vielleicht noch relativ leicht down und ich denke mir, Papunga ist auch richtig verkehrt, wie es gerade steht. Also, ja, Spukball. Oh, es greift tatsächlich Enterhörn, aber Slimog hat halt auch durchaus Giftattacken. Wie Schlammbad zum Beispiel. Was Papunga nicht ganz so gut gefällt. Na gut, Papunga hat jetzt fast ein Level abgekriegt. Bisschen schade ist das schon, aber gut, was soll man machen? Oh, ich habe nur noch zwei Pokémon. Ach, geiles. Geile Sache, Leute. Und ich habe keine Heilungsmöglichkeit. Das ist doch richtig gefährlich hier. So, Slimog und Stronk. So. Gut, Gronk ist down. Jetzt müssen wir halt gucken, wie wir Slimog besiegen können. Weil Slimog wird jetzt halt so eine Sache für sich. Definitiv. Auf jeden Fall.
Der Paralyse rockt mal wieder das Haus. Also Paralyse ist echt zu praktisch, Leute. Das ist, dass ich das so oft in deinem Projekt tatsächlich kriege und auch benutze. So, Slimebox ist damit down und damit haben wir einen Sieg davon getragen. Ich hätte so gerne jetzt nochmal geheilt. Ah, verflucht. Schon wieder verloren. Ja, Leute, ich glaube, ich mache das aber auch. Wenn es gleich irgendeine Heilungsmöglichkeit gibt, dann ärgere ich mich halt dumm und dämlich danach. Aber, Leute, muss jetzt sein. Ich meine, wir haben nur noch zwei Pokémon. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich an dieser Stelle hier wieder. Weil, ihr müsst euch das nicht angucken. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Hier wieder an dieser selben Stelle, wie ich gerade halt schon angemerkt habe. Wieder an der gleichen. Und wir wollen da dann nochmal eben rein. Und diese beiden Trainer hier nochmal, nicht? Ja, hab ich mir gedacht, dass es Trainer sind. Du bist also dieser TK vom Team Krall. Hey, mit dir wollte ich schon lange mal kämpfen. Und jetzt zeig mir, dass du wirklich so toll kämpfen kannst, wie man immer hört. Ich denke mir, ich mach die Trainer heute auf jeden Fall noch alle, damit wir im nächsten Part halt hier irgendwie weiterkommen. Ich denke mal, dass das einfach danach weitergeht. Also anders würde mich das tatsächlich wundern. Die falsche Pokémon vorne. Ah, ist das ärgerlich. Ja, hier nochmal Psystrahl darauf und nochmal Finte auch darauf. Obwohl beide gefährlich sind. Weil beide theoretisch erdbeben können. Also Mordor auf dem Level auf jeden Fall haben wir ja bemerkt, dass es durchaus machbar ist. Schon fun. Uiuiui, das könnte kein Krypto-Pokémon sein. Ich hätte jetzt mit Krypto gerechnet. Ah, da ist die Strahl. So eine praktische Sache, ey. So praktisch. Ach, schön. Ja gut, wir kämpfen vielleicht mal wieder ein bisschen mit unseren beiden Katzen. Warum nicht? Gut, Nachtara ist halt doch schon relativ gut gelevelt, aber Psyana halt nicht. Aber ich habe sie halt auf den Thumbnails und auf dem Bildseitenrand hier in dem Projekt. Da müsste sie vielleicht auch mal wieder ein bisschen Screentime haben. Das haben wir ja, glaube ich, schon länger nicht mehr gehabt, so richtig. Wir haben ja viel mit Entei und zwei Kuna auf jeden Fall gemacht, aber der Rest des Teams ist halt auch super. Also Ampharos, Papunga und nee, das war's, glaube ich, schon, nicht? Ja, doch, war's schon, ja. Aber Mordor und sowas, die wir ja sonst im Team immer hatten, sind halt alle super. Also alle Pokémon, die ich bisher hatte, waren halt echt super praktisch. Kann man nicht anders sagen. Ein super Team halt. So, Morlord ist besiegt. Und damit haben wir den Trainer auch besiegt. Das heißt, der nächste kommt auch gleich. Kommt gleich auch dran. Mal wieder jetzt angenehm, so ein paar normale Trainerkämpfe zu haben. Normal in Anführungszeichen. Du, ich bin besiegt. Ja. Mal wieder jetzt angenehm. Was für ein Gegner? Ja. Hallo. Die Organisation, die diesen Job mehr gebaut hat, will hier wohl reiche Persönlichkeiten aus aller Welt versammeln und ein Riesenvermögen scheffeln. Aber dafür wollen sie doch bestimmt eine Attraktion, auf die Leute aufmerksam werden. Genau, natürlich, dafür sind die Kämpfe mit Krypto-Pokémon gedacht. Okay, hat er jetzt auch eins? Ich will mal wieder ein Krypto haben, Mann. Mann. Wohl nur noch ein Swalboss, ja. Schwalboss. Aber Luna wäre richtig cool halt, nicht? Saba. Okay, er hat 4 Pokémon. Okay. Schreiber leuchtet, das heißt wahrscheinlich, wie hieß der Attacke? Ich weiß es gerade nicht mehr. Oh Gott. Okay. Hitzekoller. Oh. Oi. Oh, Finte.
Bam. Himmelsfigur, genau, die Attacke war das. Ich wusste, da war doch was. Okay, Zerna überlebt das auf jeden Fall nicht. Das war mir schon fast klar. Gut, dann kommen jetzt zwei Kune, weil zwei Kune hat gegen beide was. Tja, aber zwei Kune interessiert deine Hitzekoller nicht so sehr. So, Bulduna wurde besiegt. Bulduna kippt einfach um. Yay! Magneton! Naja. Komm. Ente, komm her! Wir brauchen beide Punde-Pokémon. Bei Magneton können die anderen nicht so wirklich was gegen tun. Also. Beim besten Willen nicht. Aber da kommt nochmal ein Himmelsfeger. Wie ich das liebe. Na gut, es kommt doch kein Himmelsfeger. Tja, wenn ihr euch drauf gefreut habt, seid ihr gemein, weil ihr wolltet dann quasi sehen, dass ich irgendwie... Na gut, eigentlich werde ich nicht besiegt werden. Ich glaube, beide würden das einfach überleben. Einfach würden beide stumpf still bleiben. Hallo, Marshock. Zielschuss. Ja gut, wenn ich einmal Feuersturm mache, solltest du das nicht überstehen. Gehe ich von aus. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, Feuersturm. Und Busch. Und krasser Windstoß. Krasser Windstoß. Bam 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 bam. Enter ist tot. Enter trifft sich einfach selber. Ja gut, das ist halt Konter, nicht? Konter ist halt eine gefährliche Attacke. Das trifft sich wahrscheinlich nochmal. Ja, natürlich! Weiter wird. Strikun wird das nicht schaffen alleine. Vor allem, wenn jetzt nochmal Konter kommt. Oh, ein Crit. Na gut, wird es doch alleine schaffen. Ich nehme es zurück, Leute. Ich nehme das definitiv zurück. Es sieht mir gar nicht ähnlich zu verlieren. Tja, mein Guter, da hast du recht. Und kapiert, Kämpfe sind immer eine Attraktion, egal wer gewinnt oder verliert. Okay, wenn du das sagst. Rechts in dem Raum war aber auch noch einer, nicht? Ein Trainer war noch irgendwo, das rieche ich. Nee, da war, ich glaube, hier war nämlich noch einer. Einer nur? Ich glaube, einer nur, oder? Oder waren hier mehr? Nee, der eine, okay. Dann machen wir den gleich auch nochmal eben. Kann ich hier die Jukebox ansprechen? Nö, geht nicht. Kannst du zum Essen? Nö. Nein, dann ist ja gut. Ja. Wie schade, das ist noch gar nicht fertig. Zur Entschädigung serviere ich dir einen exquisiten Kampf in drei Gängen. Okay. Biker Tracy. Wahrscheinlich mit drei Pokémon. Wow, dieser Sprite sieht echt. Nocturne Palimpalim. Okay, Palimpalim. Ist nicht das Problem. Gut, eigentlich sind beide nicht so das Problem. Vor allem, wenn ich zwei Kune vorne habe. Nach Taras ist also besiegt worden. Das habe ich gar nicht mehr realisiert. So, Palimpalim und Noctu. So. Mal gucken, wie viel Schaden ich mache an Noctu. Ja, ist okay. Aber ein Palimpalim, da sollte ich ein bisschen Schaden. Naja, fast ein Downhit. Wie die. Habt ihr mal die Größenverhältnisse so mit von den Tischen gesehen? Alter, entweder sind die Trainer zu klein oder die.
Oh Gott, dieses angestrengte Schlafen von zwei Kuhne. Entweder sind die Gegner viel zu klein oder, ich weiß es nicht, Leute. Oder die Tische sind halt überdimensional groß. Wobei, wenn wir jetzt auf Overworld sind, sind die Tische halt relativ normal groß. Wer hat sich das dabei gedacht, also als sie diese Map designt haben? Das ist ja anscheinend ein 3D-Raum. Naja, egal. Mich soll es nicht stören. Tut es zwar schon irgendwie, also sonst würde ich das halt nicht anmerken, aber ich weiß nicht. Ist halt komisch. Traumfresser. Oh Gott. Mach's auf die linke Tour, machst du das? Okay. Finde ich nicht so nett. Finde ich nicht so sozial von dir, Noctu. Ja, komm, wir versuchen es aber. Ja, es wäre cool, das nicht überleben, denke ich mal. Das wird er nicht überleben. Ja. Damit ist er down. Down, down, down. Kurz aufgewacht und schon besiegt. Tja, tut mir leid. So. Ampharos. Ja, es macht keinen Schaden, Leute. Das ist ärgerlich. Das macht aber schon Schaden. Das macht mich wieder glücklich. Naja, dennoch ist das Stück weg da. Really? Okay. Ja, komm, wir wechseln raus. Nein, ich will kein Meisterball einsetzen. Bin ich das des Wahnsinns? Alter, ja, es ist halt jetzt so gefährlich. Den will ich am wenigsten haben. Na gut, ich kann Willi, glaube ich, sowieso nicht so richtig mehr angreifen mit einem Donnerblitz. Also von daher bleibt mir keine andere Wahl. Also zu gucken, wie viel Schaden das macht, dann ein Stück weg. Ja, okay, das ist solider Schaden, das ist okay. Das kann man nehmen. Dann mach ich jetzt beide. Okay. Ja, das Lichtschild wirkt ja auch immer noch, nicht? Hm. So, Willy mit. Und so. So. Mal gucken, wie viel Schaden ich mache. Mal schauen. Ja, okay, das ist okay. Das ist okay. So, Schluckweg ist weg und dann kümmern wir uns doch um das Really und dann. Ah, diese Animation ist super. Und dann ist der Kampf heute besiegt. Oder geschafft, eher gesagt. Oh, Entei. Mutig, mutig, hat's überlebt. Soll eigentlich reichen. Gehe ich zumindest davon aus. Ja, wunderbar. Und besiegt. Wunderschön. Und ich habe mega Hunger, deswegen wird der Part ja auch erstmal für mich der letzte für heute sein. Ich habe den letzten und diesen Part ja am Stück aufgenommen. So. Exquisit. Ja, Leute. Das wäre es gewesen, Leute, für heute. Und ich würde sagen, ich wollte nur ein wenig Sport zu meinem Best, aber das war wirklich zu heftig. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sind zum nächsten Mal wieder von Let's Play Pokémon Colosseum, Part Nummer 38 dann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und bye bye.